So, erzähl mal. Genau, richtig, ja. Mach mal so. Ja. Aber schön? Nein. Okay. Von den Methoden wusste ich bisher sehr wenig. Ich war mit Coaching sehr wenig vertraut, muss ich sagen. Und habe erst einmal auch schon in der ersten Woche an mir selber sehr viel wahrnehmen können, sehr viel Veränderung gemerkt, auch in den Gesprächen mit anderen. Konnte dann jetzt in der Zeit dazwischen das Winken ausprobieren und auch die Aufstellung ein Stück. Habe unterschiedliche Erfahrungen gemacht, ist sicher auch ja, aus der mangelnden Erfahrung ein Stück geschuldet, aber auch sehr, sehr positive Erfahrungen gemacht, vor allem mit einem Mädchen, 9. Klasse, die ja Gymnasium macht und wo es ein bisschen kritisch war, ob sie es überhaupt schafft. Mit ihr hatten wir ein Problem mit einer Freundin und im Laufe des Winkens sind bei ihr Sätze gekommen, wo man richtig gemerkt hat, das sind Erfahrungen, sie ist über sich rausgewachsen. Und das war für mich eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Ich bin die Utanke, komme aus Chemnitz, Sachsen und arbeite seit fast 20 Jahren als Ergotherapeutin, eine eigene Praxis und arbeite dort fast ausschließlich mit Kindern, sehr viel mit Kindern und Jugendlichen. Habe selbst 3 erwachsene Kinder und 2 Enkel, kleine Enkel, mit denen ich schon wieder ja, sehr viel Schönes erleben darf. Habe aber auch die Pubertät und alles meine Kinder mitgemacht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wo ich den ersten Tag gekommen bin, war ich recht erschrocken, so viele Leute. Wie kann das funktionieren? Aber das hat sich eigentlich sehr schnell gelegt. Und ich muss sagen, wir sind eine super Truppe. Also es sind schon Leute zusammengekommen, die irgendwo so einen gemeinsamen Weg gehen wollen. Die Atmosphäre ist klasse, die Musik ist mein Ding. Gefällt mir sehr gut, die macht es sehr angenehm. Daniel macht es sehr, sehr locker, interessant. Ich bin zwar trotzdem oft müde, aber er schafft es, einen immer wieder mitzunehmen und zu halten und auch diese Wechsel zwischen, ja, schon ein bisschen Theorie, aber doch auch sehr mit sehr vielen Praxisbeispielen belegt und eigenen Übungen, eigenen Erfahrungen. Und auch die Pausengespräche, die Mittagsgespräche und ich glaube auch, es werden hier auch Kontakte entstehen, die bleiben. Und das ist auch gerade für unsere Arbeit, so als Therapeuten, sehr, sehr wertvoll.